lass jetzt los, die Kraft ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Genau, seid gespannt. Wir nehmen euch heute mit. Die Mädels kriegen heute ein bisschen neue Deko. Und wir haben einen neuen Schrank für Skylar schon aufgebaut. Und vielleicht zeigt ihr auch noch euer Lieblingsspielzeug, oder? Yes. Oder euer Lieblingsbuch. Yes. Also seid gespannt. Viel Spaß! Okay, Shanika und ich waren schon kaufen. Skylar hat es noch nicht gesehen. Pack mal aus, Skyli. Guck mal, das ist so eine kleine Box hier. Da können wir deine Kleidung reinmachen. Socken oder Schlippis. Nur für mich? Ja, für deinen Kleiderschrank. Nika hat schon solche Boxen. Schau. Hier sind Blumen. Und noch was. Genau. Und die sind für deinen Schrank ganz unten. Schau mal, das ist so flauschig. Das packen wir gleich mal auf. Das ist auch nur für mich. Nee, das ist für euer Kinderzimmer. Da werden wir schon einen schönen Platz finden. Ja. Was hast denn du da? Gekauft, weil ich habe 1 Euro gefunden. Und was hast du noch da drin? Aha, die fand ich auch so süß. So rosa Federlichterkette. Batterien, genau, die brauchen wir dafür. Und was ist das? Eine Lichterkette. Eine Einhornlichterkette. Pack es jetzt aus. Packst du direkt aus? Nika, willst du die andere direkt auspacken? Mama, die kommt ja, Nika, haben dein da oben. Ich nehme die meine. Willst du die unten haben? Nee, ich will die unten haben und du kriegst die da oben. Die ist doch wunderschön. Willst du lieber die Einhornlichterkette auch oben haben? Müssen wir noch eine kaufen? Mm. Okay, aber erstmal können wir die jetzt auspacken, dann gucken wir, wo die hin kann, okay? Nika, vielleicht sind die auch so. Wir gucken gleich mal, wenn die an ist, wie die aussieht erstmal, okay? Ja! Meine! Vorsichtig! Ey! Der ist zusammengebunden. Brauch eine Schere. Nee, komm her, nicht mit der Schere. Ach so. Guck mal, das ist dann nur so rumgebunden. Musst du vorsichtig sein, Schatz. Warte mal, ich stelle euch mal ab. Ich kann das schon alleine. Ja, sehr gut. Und das sieht schön aus. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, wenn wir jetzt das Zimmer hier schön machen. Ja, wenn die müssen ja noch so. So sieht das hier aus. Oh, super schön. Ist aber toll, Nika, dass du das den extra so nah zeigst. Und hier ist Skylar ihre. Und guck mal, wie das hier aussieht. Das packen wir gleich mal aus. Ja, ich packe Wollen wir hier die Batterien erstmal reinmachen? Ja, ich mache die Batterien. Kann man mal jetzt so schieben. Kann man hier so aufschieben. Oh, guck mal, hier drin ist auch Feder. Ich muss mal kurz warten. Weil ich nehme hier nicht was. Ja, muss man ganz vorsichtig machen. Die sind sehr empfindlich. Mhm. Gehen immer schnell kaputt. Hä, Mama? Mhm. Das ist gut. Ja, das ist egal. Guck mal, das muss. Zeig mal, ob es richtig rum ist. Nee, das ist falsch rum. Oh. Guck mal, du musst dieses Ding muss dahin. Ja, aber erst. Oh, Anna, erst so. Ich das auch. Nee, Schatz, erstmal an die Klammer ran. Erstmal so. Und jetzt drücken. Und das. Super. Und jetzt, die muss so. Auch wieder erst in die Klammer und dann rein. Mama muss das. Warte, ich mach zu. Gleich, Nika. Vorsicht, deine Haare, Schatz. Ich hab die fast so mit eingeklemmt. Muss so. Das so rum? Nein. Das hast du schon witzig. Das muss andersrum so rum. Ich mach mal aus.
Yay! Yeah. Nika, das kannst du behalten. Das müsstest du doch haben. Na, das sieht total schön aus. Das hört sich auch ganz toll an. Aber ist ja was zum Kussen. Wow! Aber man sieht auch. Zeig mal deine. Sind die alle? Tada! Okay, dann wollen wir die erstmal anbringen? Ja! Okay, dann los. Erstmal anbringen. So, Skylar haben wir jetzt hier ans Lattenrost befestigt. Und ich habe hier noch Herzen. Wow. Hast du Herzen auch noch angetreten? Das ist schön. Dann hast du hier direkt am Kopf hast du eine schöne Beleuchtung. So, Nikas, wo kommt deine hin? Hast du schon? Ein Ort. Hier oben lang. Nein. Oh, da muss ich erstmal Hammer und Nagel holen. Okay, dann bis gleich. Ja, wir haben jetzt hier den Luxus, dass Papa sich unten um die anderen Kinder kümmert und wir hier in Ruhe das Mädelzimmer machen können. Und euch alles in Ruhe erzählen können. Aber die Mädels müssen sich gleich fertig machen. Flo sagt dann Bescheid. Weil heute ist was, Mädels? Tanzen. In der Tanzschule. Genau, sie haben sich sogar schon. Eigentlich sollen sie sich dafür mal Sportzeug raussuchen. Aber jedes Mal diskutieren sie, weil sie würden viel, viel lieber gerne mit Kleidern tanzen. Ich weiß, geht nicht anders. Zeigen wir euch auch gleich die Kleider, oder? Oh, was hast du denn da ausgepackt? Man kann so machen oder so. Hell wow, oder dunkel. Cool. Das ist aber wirklich cool. Genau, und das muss da rein? Da rein so legen? Mach ich. Super, jetzt muss es bloß noch von der Höhe passen. Gib mal her, ob es reinpasst, Sky. Von der Höhe hier? Von der Höhe? Oh ja, yeah. Aber das Lauschige muss nach vorne. Super. Genau, jetzt kannst du die Schlüppi da reinmachen. Und Nika macht das nächste auf. Nika, zeig mal. Ja, super. Das ist prima, so für Socken oder sowas. Das ist geil hier. Ein wenig kleiner. Ja. Nika, ich hab mal ein wenig kleines. Die hängen wir auch gleich noch irgendwo an. Ja. So, jetzt machen wir die da unten in den Schrank. Wir machen die hier ran. Gleich, Skylar. Oh, Sky, guck mal, wie schön das jetzt unten aussieht. Schick. Da können wir schön Schlippis und Socken, Unterhemden oder Badezeug reintun. Komm mit, ich weiß wo. Weißt du schon, woran? Ja, hier. Hier ans Bett? Ja. Aber da hing ja schon mal was, ne? Ja. Und was ist damit geschehen? Habt ihr runtergerissen, ne? Mhm. Und was ist Weil das hier? Wir wollten die nicht mehr. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Traumsänger. Und was macht der? Der macht alle Träume so böse Träume weg. Ja, ne, der fängt die ein, oder? Und deswegen muss der hier ganz nah bei euch sein, ne? Okay, dann machen wir jetzt die Kette da dran. Ja. So, ein Hoch auf Hammer und Nagel. Zeig mal. Die Wolkenkette hängt auch. Schön. Schön. Jetzt haben wir noch ein paar Sticker, ne? Mhm. Und wo wollen wir die ranmachen? An den kahlen Schrank. Genau. So, okay. Dann sucht euch was aus. Ich mache. Aber ein, zwei können wir auch hier bei Janika an den Schrank machen. Los. Wow, Annika hat einen ganz großen. Aber meins sieht auch schön aus. Klar. Ich hab auch einen großen. Wow, cool. So sieht das aus. Sieht schon richtig gut aus. Ja. Wer? Na, eure Schränke. Soll ich dir helfen? Nein. Geh
Geht schon? Bin vorsichtig mit den Fühlern da oben. Das passt sogar. Wir haben ja hier auch überall Schmetterlinge. Jetzt mache ich den Beutel wieder ran. Von wem ist der? Von Jonas Geburtstag. Ja, war der Geburtstag gut? Ja. War eine Mega-Party, oder? Mhm. Gab es sogar Elsa-Kuchen. Mhm. Super schönen Kuchen. Ne? Oh, Skylar ist fertig. Ta-ta-ta-ta. Sehr schön. Super schön. Wollen wir mal, vielleicht wollen die Leute mal sehen, welches Buch wir am besten finden. Mal gucken, ob wir uns einig sind, welches Buch wir am schönsten finden. Ihr guckt da und ich guck hier. Skylar, ich glaube, ich habe dein Lieblingsbuch hier. Oder Bücher. Die beiden. Die Raupe und die Pippi Langstrumpf. Aber ich habe ein anderes. Mal gucken, ob es da ist. Ja, Pippi Langstrumpf, ein Kuss. Und Nika, du? Findest du nicht? Und das ist dein Lieblingsbuch? Ja, das gibt es an Nika Grau. Da geht es um Schanika, ne? So, jetzt suche ich mal meins. Meins ist auf jeden Fall rot. Wo ist es denn? Ist das mein Lieblingsbuch? Ich glaube, warte mal. Flori suche ich. Flori ist gar nicht da. Das ist mein Lieblingsbuch. Flori, der kleine Fuchs. Ich warte mal, wir schauen dir alle Bücher an, okay, die ich gerne mag. Die wir gerne mögen. Die schauen wir alle an jetzt. So, erstmal gucken wir Mama an, weil okay, sie älter ist. Okay. So. Eine Eisenbahn? Nein, das ist ein Tankwagen, der verteilt flüssigen Mist auf dem Feld. Und Flori kriegt das an der Nase ab. Und dann stinkt das ganz doll. Boah, und dann erschreckt er sich so, dass er schnell zurück in den Wald rennt. Und dann stolpert er auch noch über eine Wurzel. Schau mal. Oh nein. Mhm. Der hat einen Pechtag. Mhm. Und dann geht's weiter. Und dann findet er einen Ameisenhaufen. Und er isst die. Nee, die krabbeln auf ihn rauf. Und das ist nicht schön. Und hier ist jetzt ein Fuchs. Und dann findet er, genau, er findet einen Stiefel, den ein Wanderer im Wald verloren hat. Und dann will er damit spielen und den essen. Und dann kommt was rausgesprungen? Ein Frosch! Eine Kröte, genau. Ihr kennt die Geschichte schon gut, ne? Jetzt. Und dann möchte er mit dem kleinen schwarzen Lamm spielen. Aber der Schäferhund, der hier aufpasst auf die ganzen Schafe, der versteht ja nicht, dass der Flori nur mit dem schwarzen Lamm spielen möchte. Der denkt, oh Gott, da kommt ein Fuchs, der will die ganzen Schafe fressen. Und dann macht der, wow, wow, schnell weg. Wird er also wieder verjagt. Und dann schläft er einfach hungrig ein. Und dann riecht er aber die Würstchen. Guck mal, die Kinder machen ein Lagerfeuer. Und dann schleicht er sich, glaube ich, ganz schnell ran und klaut die Würstchen. Und dann ist es für Flori doch noch ein Glückstag, weil er was gegessen hat und fröhlich einschlafen kann. Yes. Ende. Schaut mal, da ist unsere Schanika. Und hier, wer soll das sein? Mama und ich. Schauen wir mal weiter. Hier. Und da ist nochmal Schanika. Und da geht Schanika im Weltall. Hier irgendwo ist Roxen drin. Guck mal, hier ist Ballett. Guck mal, man erkennt dich total gut. Oh, schau mal. Und jetzt das kommt was Lustiges. Mama ist so. Oh, jetzt ist sie Mama, die Präsidentin. Und hier ist sie ein Rockstar. Und hier ist sie eine Superheldin. Oh, das bist du hier? Das bist Flo, du, Mama. Flo und Mama. Nein, und das bin ich nicht. Doch, das bist du. Oh nein, so will ich nicht aussehen. Und hier bist du aber eine Malerin, eine Künstlerin. Und hier sitzen wir beide, schau mal, da bist du noch klein. Sehr schön. Und jetzt stellt Skylar ihre Bücher vor. Welches von den Büchern willst du zeigen? Pippi Langstrumpf. Meine nächste Mama. Schaut mal, das ist ein uraltes Buch. Total süß, die Pippi. So, ihr wisst schon, was da passiert. So. Da können wir uns ein paar Bilder angucken, ne? Oh, die Pippi Langstrumpf. Da sieht sie schön aus. Ja, ne? Warum magst du die Pippi Langstrumpf so?
weil sie alles macht, was sie will. So, jetzt das stimmt. Klettern wir mal rein. Ja. Oh, guck mal, da schneidet sie ihre Nudeln. Und hier, wer essen das? Der Onkel. Kleiner Onkel, ne? Und wie heißt der Affe? Warte noch mal. Herr Nilsson? Ja. Ja. Ich verwechsel die beiden Namen immer. Schaut mal, die macht nur Blödsinn, die Pippi Langstrumpf, ne? Und die hat auch ein Pferd, ne? So wie wir. Ist der große Onkel? Ja, eigentlich ist es ein großer Onkel, da hast du recht. Und hier ist der Herr Nilsson, der kleine Fresse. Da ist der Herr Nilsson, genau. Und wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Annika. Annika. Und wer ist ihr Bruder? Wie heißt der Bruder? Tommy. Tommy, genau. Was? Und könnt ihr auch das Pippi Langstrumpflied? Hey, Pippi Langstrumpf, Kralle, 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 hab was gesagt. Hey, Pippi Langstrumpf, sie macht, was ihr gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, Kralle, 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 hab was gesagt. Die macht nur Blödsinn. Und das hier ist unser Puppenhaus. Nimm mal die Kamera einfach. Mit einer Treppe, ne? Und ein Balkon. Und ein Fahrstuhl, ne? Und ein Auto. Guck mal, hier steht schon alles. Mama, ja. Gib mir mal die Kamera. Okay. So. Guck mal. Das hier ist Pferdestall. Hier sind unsere Pferdeschummer. So. Hier ist die Rollerkutsche. Und hier seht ihr natürlich noch, hier sind hier ein bisschen Barbies. Gucke. Und hier ist noch eine Barbie. Seht ihr mein Auto? Guck mal hier. Hier ist noch ein Roller. Hier ist ein Kind. Wie sieht das hin? Seht ihr einfach auf den Kinderstuhl. Ein Kinderstuhl. Und hier auch noch. Ein paar Böse, sieht das ne? Eine Hübsch aus? Rest haben wir in der Kiste. Ganz schön viel war. Guck mal, hier ist der Raum. Hier ist der Balkon. Und dann haben wir noch eine Verkleidungskiste, ne? Und Tanika macht Kleider. Wollt ihr sie mal zeigen? Ja. Da sind ganz schön viele Kleider drin, ja, oder? Da guck mal hier, was ist das? Ein Hexenkostüm? Nee, ist ein Piratenkostüm. Guck mal, oh, sehr schick. Und dann haben wir hier. Ah, das erkenne ich auch. Guck mal. Oh, hallo Anna. Ich und das hier ist ein Skelett. Ich bin frei. Ich bin frei. Die Kraft, die Schenke. Ja. Prinzessin-Kleid. Und noch ein Hut. Ach, guck mal, da ist der Kronleuchter von dem, von dem Puppenhaus. Können wir gleich anhängen. Ja, ich hey, setz mal auf, Nika, der ist lustig. Das ist von letztes Jahr Halloween, ne? Und hier ist so eine Beine. Und ich bin nicht mal da. Und hier haben wir auch noch was für die Puppen. Das haben wir von Soleil noch übrig. Einen kleinen Body. Ach, guck mal, hier sind sogar auch noch ein paar Pferde drin. Das müssen wir mal neu sortieren. Mhm. Naja. Irgendwann haben wir schon Zeit dafür. Dann können wir das neu sortieren. Wir haben aber ja. Aber jetzt müsst ihr langsam zum Tanzen. Zeig mir mal, was ihr für Kleider mitnehmen wollt. Eigentlich sind ja Sportsachen vereinbart. Aber sie wollen lieber Kleider mitnehmen. Ein graues und ein türkises. Dann brauchen wir noch was zu trinken und die Tanzschuhe. Los, ich hab's los. Die Kraft, die Spende, los. Los, lass es los. Die Kraft, die Spende, los. Ich lass los, lass jetzt los. Die Kraft, die Grenze, los. Ich lass los, lass jetzt los.
und ich schlag die Türen zu. Es ist kalt, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf, die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Okay, aber ihr braucht noch trinken, ja? Und mein Lolli. Geht der heißgeliebte Rucksack von Junas Party geht auch mit zum Tanzen. Ja, ja. Oh, jetzt haben wir ein bisschen getrödelt. Wir müssen uns jetzt relativ schnell beeilen, damit wir noch pünktlich beim Tanzen ankommen. Ist eigentlich nur 2 Minuten Fahrtweg mit dem Auto von uns. Bei Mama kann man hier sein. Schnell ausziehen. Seid ihr bereit? Ja. Okay, dann schnell los. Trinken nicht vergessen. Super, coole Schuhe. Supi schick. Hier, trinken. Viel Spaß, bis nachher. So, wieder zu Hause. Jetzt werde ich mich erstmal um die anderen Kinder kümmern. In einer Stunde hole ich oder Flo die Mädels wieder vom Tanzen ab. Und dann ist schon wieder fast Schlafzeit. Ich hoffe, unsere kleine spontane Zimmer-Room-Tour, wie auch immer ihr es nennen mögt, hat euch ein bisschen gefallen. Die Mädels hatten auf jeden Fall riesen Freude, euch ihre Lieblingsteile so ein bisschen zu zeigen. Und ja, die schauen, wenn sie dann dürfen, sie dürfen ja nicht so viel Medienzeit, aber wenn sie dann mal bei YouTube was gucken dürfen, schauen sie so gerne diese Kinder, die irgendwas zeigen. Und deswegen war das schon hier lange in Diskussion, dass sie mal die Kamera in die Hand nehmen und euch mal so ein bisschen ihr Zimmer zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht machen wir das einfach mal öfters, dass wir so nur einen Raum zeigen. Also wir haben ja schon eine gesamte Roomtour. Kann ich euch hier auch gerne nochmal einblenden. Und aber vielleicht mal so Zimmer für Zimmer ist vielleicht auch ganz interessant, ne? Also ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vergesst das Abonnieren nicht und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!